Es sah doch so gut aus für Lothar Matthäus und Anastasia Klimko. Vor 7 Jahren haben sie geheiratet. Dazu kam der gemeinsame Sohn, das 4. Kind für Lothar Matthäus, das ihn mit Mitte 50 die Vaterfreuden noch mal ganz neu erleben ließ. Es hält mich jung, es macht Spaß, es ist Verantwortung und ich habe ja auch schon erwachsene Kinder, aber jetzt habe ich mal so richtig Zeit, weil die anderen Kinder kamen halt alle zur Welt, wie ich als Profi eigentlich mehr um die Welt gereist bin und deswegen ist es schön, eigentlich das Großwerden eines Kindes persönlich mitzuerleben. Diese, die 5. Ehe, sie sollte halten und ist doch gescheitert. Eine Erfahrung, die für den 60-Jährigen nicht neu ist. Die Aufstellung in seinem Spiel. Silvia, Ehe Nummer 1, hält 11 Jahre. Den Anschlussvertrag bekommt Lolita Morena für 5 Jahre. Auch Ehe Nummer 3 mit Mariana hält 5 Jahre. Liliana war ein Kurzeinsatz mit 3 Jahren und Ehefrau Nummer 5, Anastasia, kommt auf 7 Jahre. In diesem Fall ist es ja schön, dass beide dasselbe behaupten. Man hat sich auseinanderentwickelt und ehe es in irgendeiner Form negativ wird, dann zieht man den Schlussstrich und dann sagt man, wir lassen uns jetzt hoppla hopp einfach mal scheiden. Man redet gut miteinander, man hat den gemeinsamen kleinen Sohn, auch darum will man sich kümmern. Also jetzt kommt sozusagen eine erwachsene Variante von dem, was früher war. Vielleicht ist Lothar Matthäus einfach ein echter Romantiker. Er glaubt immer wieder an die große Liebe und der Trauschein gehört für ihn offenbar dazu. Er ist jemand, der etwas dann in trockene Tücher bringt, der dann eine Unterschrift braucht, damit er dann auch glauben kann, dass das jetzt wirklich funktioniert. Und dann ist er natürlich jemand, der so Trophy-Woman liebt. Das heißt, eine kommt um die Ecke, die schmückt ihn, die ist sehr viel jünger, also versuchen wir es doch mal. Und dann ist er doch eigentlich auch in der Beziehung ein netter Typ. Denn wir gehen doch mal davon aus, dass er dann auch Eheverträge schließt und dann ist die auch abgesichert. Die Scheidung von Anastasia dürfte auch gute Bekannte wie Rainer Kallmund überraschen. Noch vor einem halben Jahr glaubte er fest an die beiden. Er hatte ja auch mit der Silvia eine wunderbare erste Frau, nicht nur hübsch, auch tüchtig, auch im Sportmanagement später tätig. Die hatten 2 Kinder. Das hat aber dann leider Gottes nicht gehalten, ja. Aber bei der 5. glaube ich, ist er jetzt in sehr, sehr guten Händen seit vielen Jahren. Auf gewisse Art mag das immer noch stimmen, denn die 2 gehen in Frieden auseinander. Sie verstünden sich gut, seien weiter freundschaftlich verbunden, erklärte Matthäus. Doch er kann nicht aus seiner Haut, wurde schon mit einer neuen, jungen Schönheit am Strand